Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Bundesstraße 104 zwischen Raden und Teterow ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 51 Jahre alte Mann war mit seinem Hyundai gegen einen Baum gerast. Laut Polizei ereignete sich das furchtbare Unglück gegen 10 Uhr auf der B104 in der Ortschaft Raden. Der Mann, der in seinem Hyundai in Richtung Teterow unterwegs war, kam aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gegenverkehr gegen einen Baum. Der Wagen schleuderte zurück und katapultierte in einen Graben. Kurz nach dem Unfall alarmierten Ersthelfer, Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei. Die Strecke wurde daraufhin voll gesperrt. Fast eine Stunde versuchten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Teterow und Wattmannshagen, den bewusstlosen Fahrer aus seinem Wrack zu befreien. Dabei wurde sogar das Dach mit schwerem Gerät abgeschnitten. Erst dann kamen die Helfer an den Verunfallten heran. Er wurde umgehend in einen Rettungswagen verlegt und versorgt. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die B104 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.